Hallo ihr Lieben, euer Girls Tier hier und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars. Das ist tatsächlich die Abschlussmission von dem Tutorialgebiet. Zendai John. Oh Gott, die Seuche ist ausgeworden, die Befallenen rasten komplett aus und da war eine komische Katze, da war so eine solche Explosion und da waren sogar die Bullen befallen. Ja, ich bin welche auch schon Ausmaße aufgeregt. Das noch nimmt, werden wir jetzt herausfinden. Wir sind verdammt underleveled. Die wollen eigentlich, dass du mindestens Level 15 bist. Wir sind Level 10. Anfangsrüstung, Anfangsdolche. Supi. Ja, wir machen locker gar keinen Schaden. Nee. Die Gefolgsleute müssen carryen. Das könnte jetzt echt kritisch werden. Das könnte tatsächlich jetzt Dark Souls werden. Oh Gott, ich hab Angst. Und Kaffee to go muss auch noch überleben. Und er stirbt vorbei. Und er stirbt in der Mission voll früh. Stimmt, er durfte nicht sterben. Ja, ne? Das war schwer. Vor allem im Hard Mode. Warte mal, wir müssen ja gar nicht alles töten. Zendai John wird von den Befallenen überrannt. Gut, dass ich hier bin, um euch alle zu beschützen. Ja, du bist der Hard Carry oder was? In schwierigen Zeiten versammeln sich die Bewohner des Tales im Haupttempel im Westen. Dort sollen wir nach Yiyo suchen. Stimmt, der ist weg, ne, diese Schüler von dem Yiyotan. Oh Gott, das Miasma, jetzt geht's los. Also wir müssen tatsächlich jetzt ein Miasma ausweichen. Oh mein Gott. Jetzt können wir hier läuten und jetzt kommt dieser super tolle Kieren. Habe ich recht? Oder ja, auch nicht? Doch, da ist er doch. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ja, vor dem Tempel. Da ist er. Ja. Also vor dieser Glocke. Übernehmt jetzt die Führung. Ich werde euch folgen. Eure Fortschritte überwachen. Mit anderen Worten, ihr macht alles. Ich mach nichts. Nein, ich will nicht im Miasma sein. Oh mein Gott. Das ist doch ein Heiler. Der ist sick. Der Ritual ist gut. So ein Heilrito. Ja, das ist sehr gut. Der ist richtig gut. Okay, dann wird's vielleicht doch nicht so dramatisch, wie ich erst tat. Goodbye. Boah, ich hasse es so sehr. Dass die mir explodieren, wenn du Assassinen spielst. Voll nervig. Was? Stimmt. Kommen die weg. Und dieser Tundra, dieser Kieren. Der kann tatsächlich das Miasma wegmachen. Aber nur, wenn er Bock hat. Und irgendwie hat er gerade keinen Bock. Wow. Ja, er infiziert sich lieber damit, ey. Minus 5 Deregeneration und kann auf andere übertragen werden. Super nervig. Oh nein. Ich will gar nicht angreifen. Ich sterbe sowieso sofort. Bei den Waldläufen kann ich versuchen, ihn zu greifen. Krutsch, krutsch. Ja, und der natürlich so eine Haltung, dass ich ihn nicht treffe. Supi. Wie jeder Waldläufer. Ja, ist echt so. Ja, echt. Das ist so nervig, ne? Wenn du gegen Waldläufer spielst, triffst du nie. Die haben immer Blockchance. Und Blocken in dem Spiel heißt, nur Damage bekommen. Ja. Schön, ne? Fan Balance. Ja, sagen wir es mal so. Ich will mir nachher auch eine Elite-Fertigkeit holen, die mir auch Blockenchance gibt, ne? If you can't beat them, join them. Ist so. Das Ding ist, der Hard Mode in dem Spiel hat den Titel tatsächlich verdient. Das ist wirklich hart. Manche Gebiete sind wirklich Dark Souls Niveau. Oh, was werdet ihr denn sehen? Ich finde die befallenen Krieger sehen voll lustig aus. Ich mag die. Sehen gar nicht so übergruselig aus wie die anderen. Das könnte echt Resident Evil Gegner sein. Die sehen menschlich aus. Ja. Aber dann kommen die Assassinen und du denkst dir nur so, oh, das ist das, oh, die Nekromanten. Die Assassinen und Nekromanten sehen gar nicht mehr menschlich aus. Boah. Ich will da gar nicht rein, komm zu mir, ja. Ideal. Nein, warum kommt der Krieger nicht zu mir, der Idiot? Rutsch, rutsch. Oh Gott, Mann, dieser scheiß Miasma. Gedöns. Oh nein, der Zunderer ist tot. And now we die. Bam. Ich kann den, glaube ich, wiederbeleben. Sundra, komm zurück. Ja, ich beschwöre dich. Sundra. Ja. Guck, da ist schon wieder ein neuer. Heilt der eigentlich auch? Macht der noch irgendwas anderes? Der kann sogar reden. Seit Jahrhunderten bewache ich dieses Tal und schütze es und seine Bewohner vor Unheil. Ich werde euch auf eurer Reise durch mein Land begleiten. Vor Verunreinigungen schützen. Ja, dann mach das mal weg hier, Miasma, du faules Stück. Voll geil, Dreck. Da sind wir jetzt eh drüber hinweg. Das stimmt. Oh, ich glaube, das war erst diese Fähigkeitsquest, ne, wo wir es wegmachen mussten.
So ist ja, es, glaube ich. Ja, genau, das war das. Boah, das war aber auch echt eine endlose Mission, ey. Die hat echt lange gedauert, ja. Oh, shit. Oh, oh. Und da ist das erste Mal ein befallener Ritualist. Die sehen auch richtig weird aus. Okay, das warum gehst du rein? Idee. Die töten dich sofort. Mach's wie das Girl. Ich weiß einfach meine Grenzen, ich weiß, dass ich sofort sterbe. Und sterbe jetzt wahrscheinlich trotzdem. Na? Oh, ich muss Professor Gay retten. Nee, der hat schon jemand anders gerettet. Tala und Schwester Tai, oh Gott, Schwester Tai, die wichtigste. Ja, die Heilerin ist halt jetzt tot. Komm, ich rette euch nur, ich will sowieso nie in den Nahkampf, die töten mich ja sofort. Diese befallenen Elementarmagier, die sind ridiculous. Hat übrigens 280 Damage oder so. Komm, jetzt hol ich mir die Ritualisten. Die heilen sogar auch. Das heißt, wenn ich dir jetzt tiefe Wunde und so mal, ja. GG. Ja, goodbye. Ah, apropos goodbye. Oh Gott, wieder fast gestorben. Aber ich habe tatsächlich, guck, so spielt man Guild Wars. Ich habe gefühlt kein Leben. Aber in den entscheidenden Momenten hau ich halt ab. Teleportiere mich weg. Ah, jetzt habe ich eine bessere Axt, jawoll. Yeah, und ich habe immer noch Starterdolcher. Hey, du Cheater, du hast einen Wurzelskuchen benutzt. Ja. Was hast du denn jetzt gesehen? Hast du bei mir bei dir, gesehen? Ja. Achso, ich wollte gerade sagen. Kann man doch nicht. Ich habe es ja nicht schlimm. Ausgerufen, sozusagen. Die müssen wir uns. Ja, müssen wir uns die aufbewahren. Die werden später echt wichtig. Ah, Uchi! Oh Gott. Ich muss echt meine Grenzen langsam lernen. Das hat nichts aus. Ich hatte weniger was als die Magier. Ich hatte nur die Anfangsrüstung. Ich hab gar keinen Schaden, ey. Das Jägerbier, oh nein. Mit dem Jägerbier habe ich damals tatsächlich den Alkoholtitel gemacht. Ja, das Spiel befürwortet, dass du Alkohol trinkst. Don't add me. Es gibt so einen Trunkenbeutel, da musst du, glaube ich, 10.000 Minuten unter Alkohol stehen. Nee, gehen wir nicht. Echt nicht. Ich töte die jetzt und dann zeige ich dir, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir. Ja, hier hin. Hier müssen wir hin. Guck. Ach so, okay. Nein, ich war irritiert. Das Problem ist, wir kommen zwar gerade ganz gut durch, aber der Endkampf. Hier gibt es so einen Boss wieder mal. Der war scheiße schwer. Wir kommen auch noch. Ich hab uns jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast mit dem Moralschub, das war auch ich. Ach so, echt? Ja, weil Bosse geben doch, glaube ich, nur 2% oder so. Ja. Ne? Stimmt. Ich habe so ein Ding benutzt, was 5% gibt. Na, zwei komm. Stück. Das ist auch der Kuchen hier. Nee, das ist nicht der Kuchen, aber das ist irgendwas anderes, was aber auch mit dem Festival zu tun hat. Der Witz ist, wir hätten diese Items nicht, hätten wir jetzt die Fan des Events gespielt, wäre es noch ekliger. Stimmt. Also ich meine, wir hätten es wahrscheinlich auch ohne geschafft, aber ich wollte es einfach mal einsetzen. Klar. Wobei, noch ist ja nicht mal sicher, ob wir es überhaupt schaffen. Nee, ich hab echt Angst vor dem Boss, damit es aber auch flaggen. Ah nee, das Flaggen bringt ja nichts in dem Spiel. Nee. Also noch nicht wegen. Keine Hellen. Guck mal, hier kann man sich den Kran nicht sehen. Stell dir vor, du bist so ein High-End. Also bist du im Endgame mit einem High-End-Character und dann hast du als Wildchen Kranich. Und du bist voll gefürchtet im PvP mit deinem Todeskranich. Das ist doch komplett bescheuert. Wer möchte mit einem Kranich spielen? Gibt ja auch Flamingo. Ja! Nein, ich bin tot! Kacki! Zwei Krieger töten mich schon. Halleluja. Aber hey. Kritischer Stöße, Level 6. Ja, und die Explosionen machen es nicht angenehmer. Nee. Echt ganz schön heftig. Sorry. Ich wollte mal gucken, wie stark der Kranich ist. Hey, guck mal, was Großmeister Hang gesagt hat. Was hat er gesagt? Wir hätten jemanden mitbringen sollen, der weiß, wie man kämpft. Oh, richtig nein. Disrespekt, ey. Der hat doch eben schon gesagt, ja, ihr werdet es nur schaffen, weil ich dabei bin. Das ist so der Zhongui von Guild Wars. Bei Dynasty Warriors gibt es auch so einen, der Zhongui. Der sagt immer, I'm the chosen one.
Der fühlt sich halt, als wäre er der Geilste. Und der ist genauso. Krug, habe ich auch gerade gedacht. Und das sind übrigens Gegner, die gibt es nur hier, diese befallenen Bullen. Wie man ja auch schon im letzten Part in der Cutscene gesehen hat, wurden die Bullen, die ein friedliches Leben geführt haben, auf Weide befallen. Oh shit. Ich glaube, wir haben hier Mist gebaut. Ja, ich glaube, das war's, Leute. Game over. For real jetzt. Verarsch euch. Ja, obwohl. Die gehen noch ganz schön gut runter. Und ich habe mich verklickt, weil ich jetzt nervös bin. Und ich bin so tot. Cool. Oh Gott. Wir haben zwei Gruppen gepolt. Und vor hinten kommen auch noch welche. Ach ja, du Heilige. Ach so, das sind so komische Viecher. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich hier manchmal verkackt habe an dieser Stelle. Ich auch, aber sofort selber schuld, weil immer noch die Anfangsrüstung, Tutorial-Rüstung. Aber die haben Raserei, also alles gut. Man, manchmal, weißt du, was mich nervt in diesem Spiel, ist, dass du halt manchmal nicht merkst, dass du blockiert wirst und gar nicht neben deinem Gegner stehst. Das stimmt, ja. Das wäre vor allem eine Elite-Mission Urgottsbau richtig nervig. Weil das ziemlich verwinkelt ist. Gibt es viele Wände, die einen blocken. Ja, Geburtstagskuchen. Aha. Und die Stammesaxt. Uga Buga. Ah, ich weiß, warum wir überlebt haben. Siehst du was? Vereinigung, Erholung. Broken. Ja, sag mal, ist hier irgendwo eine Glocke? Nö. Kacki. Ich vermisse ja, da den ist ja Kieren. Schon das Ziel da unten. Ne? Ja, genau. Wir müssen da noch durch irgendeine Und Hüte, du so, oder? Hey Girl, du hast keine Ahnung, du gehst falsch. Ja, ja. Leute. Girl, kennt sich aus. Zwei Magier, by the way. Damage Output ist insane. Oh, schön, weil die Magier lässt sich sterben auch schnell. Goodbye. Oh, geh kacken. Stimmt, hier, nein, hier war noch eine Glocke. Ich müsste Umweg in Kauf nehmen. Warum? Für die olle Glocke? Ja. Warte. Ich habe Angst vor den Bossen. Wir können jeden gebrauchen, selbst wenn es nur der Zunderer ist. Echt jetzt? Ja, er macht aber doch nichts, außer dass er uns manchmal. Ja, und wenn, ist er Meat-Tank. Er tankt halt ein bisschen, steckt ein bisschen Schaden ein, sieht aufmerksam auf sich. Ist doch gut. Na gut, alles okay. Lass ich gelten. Je mehr, desto besser. Und die haben nicht wirklich viele AOE, die befallen. Das Einzige, was die halt haben, sind diese Flammenpfeile und die sind nicht mal gut. Oh. Goodbye. Oh Gott. Weißt du, wenn voll viele befallen auf einen Haufen sind und die alle gleichzeitig sterben, das macht so viel Burst Damage. Machen witzig. Die sich eigentlich gegenseitig auch den Schaden? Nee. Na, nice. Natürlich. Wer denn zwei einfach, ne? Ja, mach du mal die Glocke. Yay. Yeah. Here we go. Das war gar kein Umweg. Guck mal, man kann hier auch langlaufen. Naja, das ist schon ein kleiner Umweg. Und ein ganz kleiner. Kleiner, süßer. Also haben die noch Gefühle, wenn perfekt, die noch so schreien. Mann, die haben sich sogar aufgetrennt. Die haben noch Gefühle. Wenn die noch so schreien und jetzt nicht mehr treffen sollen. Verfehlt man wieder die ganze Zeit, Scheiße. Goodbye. Ja, weil es die Beinläufer sind. Die greifen auch mittlerweile gar nicht mehr an. Weil ich mach sowieso keinen Schaden bei denen. Ja, same hier. Ja gut, jetzt sind ja keine anderen mehr. Die Assassinen soll ich mir schnappen. Oder vor allem Krieger. Aber, wenn deren Block Scheiße weg ist, Alter, dann gehen sie sofort down. Alter, wieso macht ihr so viel Schaden? Ich hasse euch. Ich glaube, ich lasse... Der Zunderer ist ja schon wieder tot. Seriously, wie schnell stirbt er? Ich geh nochmal zurück und beleb den. Ich glaube, ich lasse. Passt auf euch auf. Das kostet halt voll wenig Dings nur. Das ist so gut. Ohne dass wir schon Milliarden mal gestorben. Ich meine Dingsbums. Das, was Paragon und so können, das ist natürlich besser. Ja. Aber ich meine, 25 Rüstungen mehr oder weniger, das macht schon Fun Fact: Zwischen dem Zeitpunkt, wo Skill Wars Factions greift, gab es ja noch nicht mal Paragon. Da gab's nur das. Fun Fact, wenn ihr nicht wisst, was Paragon ist. Paragon ist so eine wunderschöne Klasse, ich liebe die Klasse. Die haben so Anfeuerungs- und Schreie halt, Anfeuerungsrufe und Schreie, die halt das gesamte Team buffen. Und das ist richtig gut.
Seht, der Befall hat sie alle gefordert. Selbst Bauer Xingzhou ist verdorben worden. Yiyu hätte wissen müssen, dass er nicht allein das bewältigen könnte. Stimmt, der Bauer war, glaube ich, der, der es hier aufgereicht hat, ne? Ein Tutorial. Ach, der mit dem... Ja, ich glaube schon. Krass. Die Ernte ja, nicht haben. Ja. Lol, selbst der ist gestorben. Das habe ich damals nicht mehr gemerkt. Verfehlt. Ja, ich auch. Aber weißt du was? Ey, apropos. Von wegen Blindheit ist voll schlecht. Die machen keinen Dings. Wir sind nur immer blind. Ach so. Ja, weißt du Bescheid. Das macht nämlich irgendwie 90% verfehlt. Ich weiß. So. Ja. Von wegen ist voll schlecht. Ja, aber du hast fast nur Caster. Normalerweise. Ja, als gegen die Gegner, ja. Gebe ich zu. Da ist es halt wirklich nicht so nützlich. Ja. Aber ich liebe das, wenn du AOE-Damage als Nahkämpfer machst. Ey, das macht einfach richtig Spaß. Boah, das war ja auch mein Main-Bild mit Warrior. 100 Klingen und dann noch Zeichen des Schmerzes. Ja. Bei 100 Klingen, du machst bei jedem Hit nur extra Stichschaden und Zeichen des Schmerzes sagt pro Stichschaden nochmal extra OE. Mhm. Dann hast du so eine Mondtiefkraft, das sind 2 Hits, dann noch 2x 100 Klingen plus 4x Zeichen des Schmerzes. Oh oh, sei vorsichtig. Das sind die gefährlichen. Ja, deswegen gehe ich ja schon zurück. Boah, der Alter. Ja, der okay. Ritualist ist richtig. Nein, insane. Das war nicht der Ritualist, das war der. Echt jetzt? Ja, der. Das ist wirklich der Wahlläufer! Ich wurde ge-one-hitted. Sag ich doch. Ge-one-hitted, ne? Ich konnte nicht mehr was dagegen tun. Ja, okay, der Ritualist ist auch heftig, weil der. Die waren beide super stark, siehst du? Ich hab das nicht geträumt. Nee, das war auch eine kritische Stelle hier, aber dafür sind das ja auch die letzten Gegner. Vorletzter kommt gleich noch einer, das war leichter als die. Der Typ ist komplett krank. Ja, wieder gewonnen. Ja, okay. Ja. Wisst ihr was? Leute, ich habe jetzt eine Idee, wie sinnvoll ich jetzt bin. Ich mache einfach nichts. Ich tanke mit Schattenzuflucht und belebe einfach alle, die tot sind, wieder. Das ist mein Ziel. Guck, jetzt kommen die noch was. Oh Gott, Gegner, Gespammer. Wollen wir den Zunderer nicht vorher wiederholen? Okay, oh Gott. Leute, ich stimmt, hier bräuchten wir den Bogen wahrscheinlich. Okay, gepult, ey. Ich bin doch schon wieder tot, oder? Fuck it, ich kann einfach nicht mehr mitkämpfen. Ich sterb sofort. Ja, weil du schon Dings bist. Ja, nicht nur das. Ich hab halt die absolute Notbrüstung. Oh, das könnte kritisch werden hier. Wir müssen aufpassen. Ja, ich renne einfach nicht rein. Und belebt euch wieder. Das ist, was ich mache. Aber ich glaube, ihr braucht den Damage von mir, ne? Das war die Ritualisten schon. Ach, der Ritualist ist weg. Nee, den schaffen wir es. Leute. Ich probier's. Und zack, zack. Ja. Der Damage von mir, er war entscheidend. Here we go. Und ich bin tot. Ja, aber gut, schlimm. Hier ist auch alles Miasma, das ist nämlich die Kacke, aber. Aber das Sacrifice war es wert. Hey, das war eine schwere Stelle im Spiel. Leute, die Stelle ist echt nicht einfach. Und wir haben es geschafft, gemeistert. Das war echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Klar, millionenmal gestorben bin ich, aber wow. Assassine mit der Anfangsrüstung. Wow, Meisterbelohnung. Yeah. Die Erfahrungspunkte sind es wert. Doch drauf. Die Erfahrungspunkte sind es wert, überleg mal. Und wir sind so oft zurückgerannt. Wegen Zundra. Ja, achso, es kommt auf die Zeit an hier, ne? Ja. Ja, dafür haben wir aber. Bei Prophesize musst du was Besonderes mehr erfüllen. Das ist cool. Augen würden dieses Symbol nie mehr erblicken. Meister, was ist das? Das ist der Vorbote des Täuschers. Das Zeichen der Bosheit. Das Gildensymbol von Shiro Tagachi. Der Mann, bei dessen Tod der Wald zu Stein und das Meer zu Jade wurde? Eben dieser. Das verheißt Schlimmes für Kanta. Wir müssen zum Festland und zur Wurzel dieses Übels, bevor es... Naja, denken wir noch nicht daran. Ich habe eine Botschaft zu Menlo von Ascalon geschickt, einem ehemaligen Schüler von mir. Er wird sicherlich bald nach Kanta aufbrechen. Falls dieses Symbol ankündigt, was ich befürchte, könnten wir alle in großer Gefahr sein. Ich muss meinen Bruder in der Stadt Kaineng finden und ihn informieren. Ihr kommt nach und trefft mich dort. Sprecht wegen der Überfahrt zum Festland mit dem ersten Offizier Xiang. Er bringt euch sicher dorthin. Oh, wir hoffen.
Da liegen die noch. Shiro Tagachi, ey. Wenn der Rachegeist noch immer für Aufruhr sorgt. Und das ist tatsächlich cool mit der Lore. Weil das Meer ist tatsächlich ein Jademeer. Und der Wald ist tatsächlich versteinert. Werdet ihr nur sehen. Werden wir noch durch müssen. Ich find's so cool, wie Talon rennt so. Der hat den Naruto-Run. Aber echt. Yay! Ja, das wird lustig. Ja. Shiro Tagachi, ey. Wenn mein Japanisch so gut wäre und ich wüsste, was Tagachi heißt, wäre es noch cooler. Weil Shiro heißt weiß. Ja, der hat nichts. Und jetzt müsste da tatsächlich der Zundra stehen. Zundra, ist er da? Ist er da? Weil hier gibt es noch eine Fähigkeitsquest. Die ist so verdammt schwer. Und der Typ ist nicht da. Ah, ich glaube, man muss erst die Überfahrt machen. Never mind. Vor allen Dingen, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keine Quest. Hilfe! Was? Hilfe! Was hast du gemacht? Wo müssen wir hin? Das ist nur eine Nebenquest. Nein, das ist die Überfahrt. Ja, aber ich mit der ich gequatscht habe, nicht. So. Tschüss. Yay. Ich bin schon rüber. Lol. Seid gegrüßt, dieses Schiff wird für euch von der Insel Shingyea, die so friedlich und toll ist, aber auch verseucht zur Stadt Kaineng, der prächtige Hauptstadt von Kanta bringen. Möchtet ihr Überfahrt buchen? Ja, buchen für 0 Euro, richtig. Kostet nämlich kein Geld, dann nimmt einfach kein Geld. Und es gibt tatsächlich Idioten, die haben einen hier gespeedrun nach Kaineng, weil hier ist Kaineng, da müssen wir hin. Und die haben einfach diesen Weg eingespart. Stimmt, scheiße. Was denn? Wir müssen alles doppelt spielen. Warum? Leute, ich habe euch ja schon von Elite-Fähigkeiten berichtet, ne? Und eine wichtige Elite-Fähigkeit für den Assassinen, die gibt es hier. Aber die Elite-Fähigkeiten kann man erst in Kaineng kaufen. Sprich, wir müssen teilweise Wege zweimal machen. I guess. Nee, eigentlich nicht. Nee? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch diese Passage von hier nach Kaineng durchrushen konnte. Da musste man, glaube ich, keine Gegner bekämpfen. Doch. Deswegen haben manche das gespeedrunnt. Nein, die haben einen halt schnell dabei hingeholfen. Ja, aber ich glaube, das war ein Scam. Dass man die gar nicht. Das kann echt sein, stimmt. So. Ich glaube, es war wirklich ein Scam. Ja. Lol. Wie dämlich. Wir oder gibt es hier ein Fähigkeitszentrum? Das wäre süß. Ja, natürlich vielleicht nicht. Auch. Natürlich nicht. Hallo, es heißt der Marktplatz. Toller Marktplatz. Gibt nur einen Kaufmann und ja. Reicht das doch. War's. Naja, gut. Dann nee, ich verkaufe nur die Fall, Sachen. Oder? Achso, ja, okay. Du nicht? Ich habe, glaube ich, nicht so viel bekommen. Oh, doch. Doch. Schon wieder ein Peststab. Ich habe immer noch keine Dolche bekommen. Hab einen Peststab in der Hose. Uff. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Oh, hab ich das laut gesagt? Ja. Naja. Jetzt wissen die Leute Bescheid. Tja, es ist kein Geheimnis mehr. Und hier beginnt eigentlich das richtige Guild Wars Factions. Ihr seht schon, hier ist das Jademeer, wovon noch gesprochen wurde. Das war mein Meer, das ist deswegen Shiro Tagachi komplett Jade. Der Wald ist versteinert. Da kommen wir später auch hin. Und viele Spielzeit in dieser zerstörten, befallenen Stadt ab. Und natürlich haben das gewisse Gangs ausgenutzt. Und diese Gangs werden wir bald kennenlernen. Cool. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Daumen, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord.
und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!